Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstiffer natürlich mal wieder. Und es ist morgen soweit und es gestorben hat das erste Heimspiel im Frühjahr 2019 zu Hause gegen den LASK. Nach dem Frühjahrstart in Mattersburg, das ja bekanntlich einseits unentschieden mit bisschen Pech auf unserer Seite endete, geht es jetzt eben vor heimischer Kulisse gegen die aktuell sehr, sehr starken Linzer. Die sind ja in der Tabelle relativ souverän auf Platz 2, haben auch seit Oktober letzten Jahres nicht mehr verloren, also 9 Pflichtspiele in Folge umgeschlagen. Bei unserem Blackie sieht es in der Hinsicht aber auch nicht so schlecht aus. Wir sind seit 7 Partien ohne Niederlage. Also das heißt, 2 unschlagbare Teams mehr oder weniger im Moment treffen da aufeinander. Und apropos unschlagbar, da sind wir für die Linzer seit 4 Partien. Also seit 4 Duellen hat der LASK gegen uns nicht mehr gewonnen. Das erste Duell in dieser Saison endete mit einem Unentschieden in Pasching, also auswärts beim LASK. Im Herbst, also von dem her, verstecken brauchen wir sowieso vor keinem, auch nicht vor Salzburg oder sonst wem, aber klar, LASK, auch wenn sie im Moment eine gute Form haben, die sind in Graz für uns definitiv zu biegen, ohne Diskussion, wenn wir unsere Leistung einfach abrufen. Vom Personal her sieht es auch ganz gut aus bei unseren Jungs, da sind weitestgehend fast alle fit, also Lackner fällt aus, bei Hierländer steht wohl ein Fragezeichen noch drüber oder drunter, das wird wohl relativ kurzfristig entschieden, ob der jetzt wirklich spielt oder nicht, aber bei allen anderen sieht es eigentlich meinen Informationen zufolge ganz ordentlich aus, von dem her, ja, brauchen wir jetzt da aufs Personal auch nicht ausreden. Wir haben auf jeden Fall einen konkurrenzfähigen Kader zur Verfügung. Ich bin gespannt, ob es wieder ein 3-4-3 auf dem Papier wie in Mattersburg werden wird. Der LASK spielt ja eigentlich auch ganz gern dieses System. Prinzipiell würde ich sowieso sagen, erinnert mich der LASK auch wirklich relativ stark an Sturm. Also ich sag mal Sturm, ja, bös gesagt, Sturm 2.0, wenn man so will. Also ich würde mal sagen, so das, was der LASK jetzt spielt, so von der Richtung her, hätte ich mir vorstellen können bei Sturm, wenn wir jetzt nicht diesen Umbruch in diesem Ausmaß im Sommer gehabt hätten. Also da sind uns die Linzer vielleicht noch einen Schritt voraus. Nichtsdestotrotz, schlagbar sind sie. Ich bin auch gespannt, wie es eben dann vom Personal auf dem Platz ausschauen wird, also wer dann wirklich in der Startelf steht. Ich glaube, in der Defensive wird es keine Überraschungen geben da, und auch im Tor natürlich nicht. Das wird eigentlich das Obligatorische im Abwehrverbund sein, das funktioniert auch. Wie gesagt, ein Gegentor unter Roman Mehlich in 5 Partien, also das ist schon wirklich eine starke, beachtliche Leistung. Aber eben in der Offensive, da ist das Ganze sicher noch ausbaufähig, da rechne ich persönlich eher mit einem Essay vielleicht in der Startelf als jetzt Jakubowicz, der zwar bemüht in Mattersburg war, aber den sie dann doch im Griff hatten über weite Strecken noch, also ja, mal schauen, ob es da im Sturmzentrum eine Veränderung gibt. Ich bin auch gespannt, ob Kitaischwili wieder auf dem Flügel beginnen wird oder vielleicht doch eher ins Mittelfeldzentrum mehr reinrückt. Vielleicht eben im Verbund mit Lovic und Lubic, mit den zweien rechne ich ziemlich fix in der Startelf. Auf den Flügeln selber hast du sonst natürlich noch genug Varianten. John Mike Lehmer, Grozurek, wenn fit, Jakub Janscher jetzt auch wieder und so weiter. Also da kann natürlich fleißig herum variiert werden. Da bin ich wirklich gespannt, was Roman Mehlich für wen sich Roman Mehlich da entscheidet. Und ja, ich persönlich denke aber trotzdem, der LASK sicher schlagbar, verstecken brauchen wir uns definitiv nicht. Aber klar, kein Gegner, den du auf dem Papier jetzt unterschätzt, das definitiv. Ja, vielleicht dann noch kurz, bevor wir das Video schön langsam in die Zielgerade fahren. Ja, der Aufruf natürlich, alle, die morgen wirklich Zeit und Geld haben, Leute, ab ins Stadion, es ist Sonntag, da hat normalerweise jeder Zeit und ganz ehrlich, das haben sich die Jungs auch verdient, nach diesem grottigen Herbst teilweise, wo wir jetzt wirklich die Kurve langsam nach oben bekommen haben, natürlich über spielerische Sachen kann man immer streiten, ist gar kein Thema, da habe ich auch andere Vorstellungen, aber trotzdem, da geht es einfach um Sturm, da geht es um die Jungs, die zerreißen sich. Und ja, das kann man, glaube ich, auch von den Fans da auch erwarten, dass ja, man eben den Arsch hochkriegt und ins Stadion geht. Also, wer Zeit, wer Geld hat, rein mit euch. Gut, von dem her, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr zum Ergebnis sagt. Wie geht das Ganze morgen gegen den LASK aus? Schlagen wir die Linzer und brechen damit ja, diese unbesiegbare Serie vom LASK? Oder müssen wir selber vielleicht mit Punkteeinbüßungen, ja, oder Einbußungen, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall müssen wir uns vielleicht selber damit begnügen, das Spiel nicht zu gewinnen. Also schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, natürlich auch nach dem Spiel, hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Gamer-Burschen und bis dann. Ciao, ciao.